Bevor es losgeht, möchte ich euch nochmal auf meinen neuen Kanal Schattenmann aufmerksam machen. Auf diesem lade ich weitere Videos der Classic-Reihe hoch. Falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr dies über den Link in der Bio machen. Hallo Horrorfans, wir schauen gerne aus dem Seitenfenster unseres Autos, beobachten die Landschaft, die Hochhäuser, die Menschen um uns herum. Nur ab und zu taucht ein Gewitter auf, das uns die Sicht nimmt und uns im Dunkeln tappen lässt. Wie wird es in den heutigen Aufnahmen sein? Sehen wir vielleicht doch Licht am Ende des Tunnels? Las Vegas, die Stadt, die niemals schläft. Sie ist eine der beliebtesten Metropolen der Welt. Bekannt und berüchtigt ist sie für ihre Vielfalt an Glücksspielen, teuren Boutiquen, Entertainment und Nachtleben. Doch neben diesen ganzen Abenteuern, die einen dort erwarten, gab es schon vermehrt Aufnahmen und Sichtungen völlig unbekannter Objekte. Vor kurzem wurde etwas noch Merkwürdigeres gesichtet. Ein Clubmitarbeiter wird nach vorne zum Eingang gebeten und während er dorthin geht, witzelt er über die Sichtung eines UFOs. There's a UFO directly above the club, right now. Neben den ganzen Leuchtreklamen, weit über den Club, sieht man das hier. Viele rätseln in den Kommentaren darüber, dass es sich nur um Scheinwerfer, die nach oben gerichtet sind, handle. Doch die Wolken sind geschlossen und über diesen sieht man das rote Licht. Zudem sieht man weitere unbekannte Leuchtelemente. I mean, that's unmistakable. That is a UFO. Above the world famous Sapphire. I mean, there is something in the sky. It's red in the middle. There's these two white lights over here. There's some other lights right there. And then it's so weird the way that our lights shine up in the sky actually creates an effect. Immer mehr Menschen werden auf die Sache über den Wolken aufmerksam. Dabei konnte der User eine kleine Bewegung des Objektes aufnehmen. Yeah, what do you think it is? Fucking UFO! What'd you say? When we first saw it, there was white lights around it. No, there's still lights around it, but that's f***ing weird though. I don't know what the fuck. It's kind of coming in and out. What do you think the red thing is? I don't know. But look how when our beam hits it, it makes reflections of the light. Sowas habe ich selbst noch nie gesehen. Es wirkt wie ein großes Raumschiff. Doch was ist eure Meinung dazu? Ihr seid abends allein zu Hause und schaut euch auf Netflix die nächste Erfolgsserie oder einen Horrorfilm an und seid gespannt, was als nächstes passiert. Doch plötzlich schwenkt das Bild um und ihr seht das hier. Das ist dem User Sito Paranormal passiert. Er schreibt dazu, dass inmitten des Rauschens ein Gesicht erscheint. Ziemlich creepy, wenn ihr mich fragt. Was danach passiert ist und ob er normal TV schauen könnte, erfahren wir nicht. Habt ihr sowas schon mal erlebt?
Im Internet sieht man immer wieder recht bizarre Sachen. Einiges bleibt einem schon im Gedächtnis. Doch es findet meist im Verlassenen statt. Doch stellt euch vor, ihr seid dabei, mit euren Liebsten zu shoppen und geht in ein Geschäft hinein und sucht gezielt nach Anziehsachen. Doch plötzlich passiert das hier. Habt ihr es gesehen? Es ist nur bei genauerem Hinsehen zu erkennen. Der Puppenkopf oben rechts bewegt sich leicht, ganz leicht zur Person. Es würde einem die Haare zu Berge stehen, auch wenn es mitten am Tag ist. Oder ist es vielleicht nur eine Mechanik zur Verkaufsförderung, um den Kunden direkter anzusprechen? Eine künstliche Intelligenz, die momentan in aller Munde ist, oder doch etwas Surreales? Das war's schon wieder mit den spannenden Videos. Hoffe, euch haben sie gefallen. Freue mich auf euer Feedback. Und bis bald. Euer Horrorschrei.